Karten. Mal schauen, wie viel voll ist. Das sind Kanonen. Liebe Modellsportfreunde, wir sind drei Mitglieder des Schiffsmodellbauvereins aus Grevesmühlen und zeigen euch heute hier mal ein paar kleine Modellboote, und zwar Powerboot-Modelle. Wir haben jetzt 25 Mitglieder, davon sind drei Jugendliche. Und wir haben uns eigentlich auf unsere Fahne gesteckt, wenn wir unsere Veranstaltung in Grevesmühlen am Plockensee machen, dass wir viele, viele Jugendliche zu diesem Modellsport vielleicht mal ranführen können, sie dafür zu interessieren. Denn ihr seht ja, wir drei sind ja auch nicht mehr ganz die Jüngsten hier, und die meisten der jungen Leute, bei denen fehlt es dann immer ein bisschen am Kleingeld, um so ein kleines Modellboot hier sich zusammenzubauen. So, jetzt werden wir mal so ein Ding hier in Aktion zeigen. Die beiden Jungs, die starten jetzt mal den Motor hier vom Boot. Wunderbar, läuft natürlich gleich, ne? So soll es sein. So, Deckel drauf. Der Axel, der hat dieses Boot vor 2 Jahren gebaut. Er hat auch die Fernsteuerung in der Hand, wie ihr seht. Der Reinhard setzt es jetzt mal ins Wasser rein. Und ab geht die Fuhre. Wie ihr seht, ist das Boot sehr, sehr stabil hier bei diesem ruhigen Wasser. Da gibt es gar keine Probleme. Die Reichweite solcher Funkfernsteuerung geht ungefähr ca. 1000 bis 2000 Meter. Ist also vollkommen problemlos, auf diesem kleinen Gewässer hier dieses Boot zu fahren. Boot liegt sehr, sehr ruhig im Wasser hier bei diesem glatten. Und ab geht die Fahrt wieder. Eine Linkskurve und dann den See hinauf. Wir könnten jetzt theoretisch auch bis ans Ende des Sees hochfahren, aber dann hat man das Problem, dass man das Boot kaum noch sieht. So, ich werde jetzt nachher mit meinem Boot dann auch mal mit dazukommen. Wir werden mal den Reinhard nachher ans Wasser, hier ans Mikrofon ranholen. Und ich fahre dann mal mit dem Axel zusammen. Kleine Pause mal.
Mhm.